Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht's wieder mal, wie uns schwer zu erkennen, um Rainbow High. Und zwar habe ich mir jetzt eine bestellt, die ich jetzt schon eine ganze Weile bei mir zu Hause habe, aber die ich noch nicht ausgepackt habe. Und jetzt gab es die bei Amazon, irgendwie im Sonderangebot. Und zwar ist es die Aisha Sterling. Ja, die habe ich schon mal in meinem Video vorgestellt, wo es um meine Favorites ging. Und ja, die gefällt mir auch mit am besten von den D-Bars. Aber ich habe sie noch nicht ausgepackt. Und jetzt gab es sie bei Amazon für, ich glaube, 32 € oder so. Und da musste ich natürlich zuschlagen und habe ich mir die noch ein zweites Mal gekauft, so dass ich die jetzt mit euch zusammen auspacken kann. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich sie jetzt das zweite Mal habe. Und vor allem auch zu diesem super günstigen Preis. Ja, schauen wir uns das Ganze mal von nahen an. Das hier ist unsere Aisha Sterling. Hier haben wir erstmal ihr Zubehör. Das schauen wir uns dann später nochmal genauer an, was da alles noch so dabei ist. Hier in der Mitte haben wir sie mit dem Rainbow High Logo, Rainbow Vision. Das ist ja dieser Song Contest, wo die mitmachen. Ja, hier oben ihr Name, Aisha Sterling. Und natürlich auch ihr Wechseloutfit und ihre Wechselschuhe. Ja, hier haben wir noch ihren Fokus. Da liegt natürlich auf Musik, Musikfokus. Ja, und auf der Rückseite, da haben wir jetzt nochmal eine Illustration von den Divas. Wie gesagt, die Sabrina St. Cloud, die habe ich schon. Die hatte ich aber auf Kamera mal ausgepackt gehabt und habe sie auch schon ein paar Mal umgestylt. Ja, und jetzt habe ich endlich noch die Aisha Sterling. Ja, und die habe ich leider noch nicht. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich mir die hole, wenn es die irgendwann mal günstig gibt. Wird die sicherlich noch in meine Sammlung finden, damit ich die dann alle drei voll habe. Aber jetzt schaue ich erstmal, was es noch so Schönes im Angebot gibt. Und ja, also wenn es ein Video gibt, werdet ihr es hier als erstes sehen. Ja, das ist ja unsere Aisha Sterling und die packe ich jetzt mal aus. So, jetzt habe ich die gute ausgepackt und sie hat natürlich wieder einige Extras mit dabei. Fangen wir doch erstmal an mit ihrem Rollkoffer. Der ist in diesem Silber gehalten. Den finde ich ganz cool. Da hat man ja hinten diesen Griff. Den kann man auch ausziehen. Wie bei einem echten Rollkoffer. Dann hat sie hier oben noch so einen Henkel. Ja, dann hat sie hier so einen Spiegel. Dann noch mit so einer Beleuchtung ringsherum. Und dann haben wir hier noch so zwei Einsätze, die kann man auch rausnehmen. Und dann kann man die auch so hier an der Seite einsetzen. Und dann kann man da die Pinsel oder das Schminkzeug reintun. Ja, das gefällt mir ganz gut. Da kann man auch mal die kleinen Sachen unterbringen, da fliegen die nicht einfach so lose rum. Upsala. Gesagt, man kann es auch einfach so reintun. Plupp. Ja, dann kann man das hier unten auch noch aufmachen. Hat man dann hier noch ein Fach. Und hier auch noch so eins zum Rausziehen. Das ist auch nochmal so ein Einsatz, so ein Einlegeboden drin. Finde ich ganz cool. Ja, dann hat sie noch mit dabei ihre Lidschattenpalette in so silbergrauen Farben, so Weinrot und ein Schwarz und dann noch so ein kleiner Spiegel mit daran. Und hier auch nochmal dieser Engelskopf, da das so drauf geprägt ist. Ja, das kann man schon mal da reintun. Dann hat sie noch so einen Mini-Lippenstift mit dabei. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennen kann. Den kann man sogar aufmachen. Das finde ich cool, so ein Gimmick, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, dann hat sie noch drei Schminkpinsel mit dabei, in Silber. Und der Brush hier oben, der ist in Schwarz. Ja. Also Schminkpinsel haben wir jetzt wirklich genug für die Rainbow High Puppen. Ich glaube, in der nächsten Serie brauchen wir dann keine mehr, dann können die sich andere Accessoires einfallen lassen. Aber gut, die waren mit einer von den ersten, die dabei hatten, deshalb ist es auch ganz cool. Ja, und dann hat sie noch den Föhn mit dabei. Da ist in diesem Weiß gehalten, mit diesem silbernen Griff und in Schwarz.
und hier nochmal alles abgesetzt und mit dem Rainbow-High-Zeichen. Ja, da gefällt mir auch ganz gut. Dann tue ich jetzt gleich mal hier unten mit rein. Und da ist das alles ganz schön verstaut und kann ich mal einfach so rumfallen. Ja, dann hat sie noch ihren Kamm mit dabei. Da ist jetzt so durchsichtig mit dem Rainbow-Logo wieder ein Glitzer. Dann hat sie ihr Mikrofon dabei, das finde ich auch ganz cool. Das hatte dieser Bringer St. Cloud ja auch mit, nur in Rosé. Wir haben das jetzt hier in Silber. Da hat mir noch dieses Rainbow-High-Logo eingestanzt. Und es ist halt so ein Vintage-Mikrofon, wie die das früher so in den 50er, 60er Jahren hatten. Ja, gefällt mir ganz gut. Ist mal was anderes. Ja, dann hat sie noch ihre Wechselschuhe mit. Aber wie gesagt, die schauen wir uns nachher mal genauer an. Noch ihr Wechseloutfit. Aber wir ziehen sie ja dann nochmal um. Ja, kommen wir mal zu unserer Hauptdarstellerin. Hier ist übrigens noch ihr Puppenständer. Der ist auch so durchsichtig, auch mit Glitzer drin. Ja, und hier haben wir jetzt unsere Sabrina Sankt. Nicht Sabrina, Aisha Sterling. Ja, sie ist die Schwester von Robin Sterling. Das ist die blaue, die in der Sleepover-Serie mit dabei war. Ja, sie hat jetzt so silberweiße Haare. Die sind zu so einem Zopf zusammengebunden. Und hier ist auch eine Menge Gel und Produkt drin in der Locke. Also ich werde die auf jeden Fall waschen. Weil so, man kommt kaum mit dem Kamm durch. Ich habe es schon mal probiert. Ich will das jetzt auch nicht kaputt machen. Fürs Video. Ja, aber die werden auf jeden Fall gewaschen. So übrigens auch wie bei meiner Delilah Fields da hinten. Da habe ich auch die Haare gewaschen und geglättet. Ja, die sieht jetzt gleich mal ganz anders aus. Ja, wie gesagt, sie hat halt diesen Ponytail. Dann hat sie diese Haarspangen in Silber und Weiß. Da hat sie hier zwei Stück. Und hier hat sie auch nochmal zwei Stück. Ja, dann haben sie diese weißen Babyhaare ran modelliert. Das finde ich auch ganz cool. Ja, ihr Make-up besteht aus so einem weißen, silbernen Lidschatten. Der Lidstrich ist so weiß mit Silbergrau. Und dann ist noch so silbernes Glitzer drauf. Dann hat sie natürlich wieder diese echten Wimpern. Und ihre Augenfarbe, die ist braun. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, im Licht kann man auch erkennen, dass sie einen leichten roten Blush hat. Und dann hat sie so einen monochromen Lippenstift, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann. Da ist so weinrot, glitzert so und manchmal wird er auch so grünlich, also da schimmert dann so. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann trägt sie noch diese Ohrringe, die sind in so einer Diamantenform in weiß. Die sind jetzt leider nicht so verchromt, das ist alles so grau und weiß angemalt. Die sind auf beiden Seiten auch gleich, aber das finde ich auch ganz okay. Ja, dann trägt sie dieses bauchfreie Top. Also man kann das auch einzeln anziehen. Das ist wie so ein Top. Mit so einem, na, wie nennt man es? Und das ist ein Neckholder. Neckholder. Ja, da sind dann noch überall so Pailletten drauf genäht. Und dann ist das nochmal mit so einem Organza überarbeitet. Der silberne Stoff. Und hinten ist es dann mit einem Klettverschluss verschlossen. Ja, kommen wir erstmal zu ihren Armen, zu ihren Händen. Ja, sie trägt jetzt diese Armbänder, die sind auch in diesem Grau und Weiß gestaltet. Dann hat sie hier so einen Ring drauf modelliert. Und sie hat silberlackierte Fingernägel. Ja, auf der anderen Seite trägt sie auch nochmal ein Armband, das ist dann ein bisschen stärker wie die anderen zwei. Und auch nochmal diese lackierten Nägel in Silber. Ja, dann trägt sie diesen langen Rock, der ist wie so eine Schleppe. Da ist dann hier mit solchen Federn verkleidet. Das ist alles ein bisschen noch zerdrückt durch die Verpackung. Das muss man alles noch ein bisschen ausschütteln. Ja, das ist auch wieder dieser graue Stoff. Und der ist auch nochmal mit so einem Organza oder ja, das Organza-Stoff überlegt. Und da drauf ist dann auch nochmal so Glitzer draufgeklebt und Pailletten draufgenäht. Das gefällt mir ganz gut. Ja, und unten drunter trägt sie dann wie so eine Short. Ich habe erst gedacht, das wäre eine einzelne, die man dann auch einzeln anziehen kann. Aber es ist mit einem Rock dran. Also die kann die jetzt nicht extra anziehen.
Ja, und dann trägt sie noch diese schönen Schuhe, diese High Heels. Die sind auch in Silber gehalten. Da haben wir dann hier vorne diese silberne Schleife drauf. Und auch hier mit den Absätzen. Jetzt ist es auch nochmal mit den silbernen Riemchen. Ja, die Schuhe gefallen mir auch sehr gut. Ja, hier sieht man nochmal ihre Beweglichkeit von den Beinen. Ja, sie hat wieder dieses Kugelgelenk im Kopf. Diese Neck Articulation. Ja, dann hat sie hier noch ein Kugelgelenk in den Schultern, in den Ellenbogen, in der Hand. In der Taille kann man sie leider nicht drehen. Dann hat sie hier noch so ein Gelenk, das sieht man jetzt durch die Hose schlecht. Dann, wie gesagt, noch die Knie. Also, ich finde, die sind eigentlich sehr beweglich. Für die Zwecke, die Fotos und so, die man mit den Rainbow-High-Puppen macht, reicht das vollkommen zu. Ja, die gefällt mir sehr gut. Auch von dem ganzen Farbthema. Das hat mir ja schon bei der Robin und Sterling gefallen, dass sie so dunkel war und dann mit dem Kontrast mit dem Hellblau. Und bei ihr ist das jetzt halt auch mit der dunklen Haut und den silbernen Farbtonen. Das gefällt mir halt sehr gut. Ja, nur die Federn müssen noch ein bisschen ausgeknietscht werden. Damit das alles noch etwas fluffiger fällt und noch ein bisschen edler aussieht. Ja, dann kann man auch das Mikrofon nehmen, ja, das dann so in die Hand geben. Und die Hand noch etwas weiter vor, so. Und dann kann sie dann so singen. Ja, es gefällt mir sehr gut. Hier nochmal mit ihrem Köfferchen dazu, mit dem sie dann nochmal auf Tournee geht. Ja. Gut, das ist die Robin Sterling mit ihrem ersten Outfit soweit. Ich ziehe die Gute jetzt nochmal um und dann schauen wir mal, wie ihr das zweite Outfit so steht. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Gute nochmal umgezogen. Hier ist nochmal kurz ihr erstes Outfit. Wie gesagt, das war dieser Neckholder. Das mit dem Klettverschluss hinten und vorn zuzumachen. Das kann man dann auch kombinieren. Man kann auch diesen Neckholder anziehen und den Rock. Oder halt das Oberteil und den anderen Rock. Ja, das ist der andere Rock. Hat hier drunter nochmal, wie gesagt, diese Short. Aber die kann man leider nicht einzeln anziehen. Die ist ja mit dem Rock vernäht. Sieht bald aus wie so ein Meerjungfrauenschwanz. Ja, gefällt mir aber ganz gut. Hier nochmal kurz die Schuhe. Ja. Gut. Schauen wir uns das zweite Outfit mal etwas näher an. Ja, sie trägt jetzt hier so eine Fellstola oder so eine Federboa. Die ist dann hier nochmal abgefüttert mit solchen Satin, wo dann das Rainbow High Logo drauf ist. In so Silber, also ist auch ganz edel verarbeitet. Das gefällt mir auch sehr gut, dass das nochmal abgefüttert ist. Dann sind hier solche Gummibändchen dran, damit das Ganze auch ein bisschen hält, damit sie das nicht immer verliert. Ja, dann trägt sie dieses Oberteil, das ist dieses Top, komplett mit Pailletten benäht. Das sind ja so leichte Fransen. Und auch am Rock hat sie auch nochmal die Pailletten. Da lässt sich dann auch hier hinten verschließen mit dem Klettverschluss. Ja, es gefällt mir sehr gut. Bei der Boa bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die jetzt richtig rumgewickelt habe. Ich habe sie jetzt einfach so drum gezimmert. In der Hoffnung, dass es so hält, aber sieht eigentlich ganz gut so aus. Ja, dann hat sie noch diese Schuhe. Die sind ein bisschen einfacher gestaltet. Hier sind diese zwei Riemchen, die laufen so vorne über Kreuz. Das sind dann wie so Perlen drauf. Und dann hat sie auch noch diese Schleife dran. Und diese Keilabsätze. Ja, das zweite Outfit gefällt mir auch ganz gut. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, wo ich jetzt sagen würde, das erste gefällt mir besser oder das zweite. Manchmal hat man das ja bei den Rainbow High Puppen, wo man sofort ein Outfit als Favorit hat. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Mir gefallen die beide sehr gut. Auch, dass man sie miteinander kombinieren kann. Man kann jetzt, wie gesagt, das als Oberteil nehmen und das andere als Rock oder halt andersrum. Und auch die Schuhe, die kann man jetzt kombinieren, wie man möchte. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Die passen beide zu dem Outfit, weil das ja beides das silberne Farbthema ist. Ja,
Ich werde jetzt gleich nochmal eine Mode von den Shadowhai-Puppen anziehen. Mal gucken, wie ihr das so steht. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt habe ich ja nochmal das Kostüm von der Natascha Sima angezogen. Und ich finde, es passt ja eigentlich auch bombastisch. Das sieht auch sehr schön bei ihr aus. Der Kontrast mit dem Weiß. Und ja, wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, dass ich die Dolls öfters mal umziehe und auch gerne die Outfits miteinander kombiniere. Ja, schauen wir uns das mal kurz von nahen an. Ich habe hier diesen Kunstpelzmantel angezogen von der Natascha Sima. Das ist das zweite Outfit, hier mit diesem weißen Fell. Dann haben wir hier diese Perlenapplikationen, die so wie draufgestickt sind. Von hinten nochmal die ganzen Nähte, dadurch sieht sie auch schön schlank aus. Das ist dann nicht so ein Mantel, der so aufträgt, der so wie so ein Puff aussieht, wie so ein Ball, sondern eher schön tailliert. Und dadurch wird das nochmal schön betont, auch die Figur. Ja, und darunter trägt sie dann dieses Top. Das sind auch nochmal diese weißen Perlen drauf. Und dann noch den Rock. Der ist auch in so einem Leder. Das ist jetzt nicht ganz weiß, sondern eher so Richtung grau-weiß. Und dann sind auch nochmal diese Perlen drauf. Ja, und das Highlight bei dem Outfit ist eigentlich ja der Mantel. Und natürlich auch diese Stiefel, die hier aus echtem Stoff sind. Und die dann auch so schön glitzern. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, ich finde, das steht ja richtig gut, das Outfit. Man kann jetzt natürlich auch noch die ganzen anderen Rainbow High oder Shadow High Outfits da anziehen, die farblich auch sehr passen. Gerade noch von der, na, Chanel Onyx gibt es auch noch dieses schwarze Wechsel-Outfit mit diesen Nieten drauf und so, mit den silbernen. Das würde ihr bestimmt auch sehr gut stehen, das würde auch gut zu ihr passen. Oder allgemein von der Shadow High, auch von der Serie 1, was die da so anhaben, die ganzen grauen Sachen, die würden bestimmt auch sehr gut zu ihrem Farbthema passen. Ja, also ich finde die Puppe sehr, sehr schön. Ich finde die auch richtig klasse. Auch wie man wieder die Moden miteinander kombinieren kann, gefällt mir richtig gut. Die Qualität ist auch sehr gut bei der Puppe. Da habe ich jetzt überhaupt nichts auszusetzen. Auch die Sachen gingen alles sehr schön anzuziehen. Ging alles einfach drüber. Ist auch nichts kaputt gegangen, wie bei manchen anderen, wo man manchmal was zieht und schwupps ist schon die Naht auf oder so. Ja, und ich bin halt immer wieder begeistert, wie man die immer umstylen kann und kombinieren kann und alles. Ja, das war mein kleines Unboxing und Review-Video zu meiner Aisha Sterling. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!